Das Tor der Illusion. Der Tag der Schlacht war gekommen. Ein fröhlicher Morgen mit hellem Sonnenschein ließ die Erwartungen für den Tag in einem besseren Licht erstrahlen und säte Optimismus auf die Gesichter. Wie vereinbart hatten sich die Truppen der Feen, Dialeen, Bestienmeister und Illusionisten auf der Versammlungslichtung versammelt und brachen nun unter der Führung von Lysandro und Oria Richtung Brachland auf. Jede der Parteien bildete eine separate Gruppe, an deren Spitze ihr Anführer lief. So folgten die Dialeen-Linie, die Bestienmeister Bärenklau, die Infanterie Lysandro und die Illusionisten Merinor, wobei neben diesen Lombus und Seki liefen. Mittlerweile stellten sie eine Art Gefolge von ihm dar. Die Feen kannten den Weg durch den Wald und schätzten, dass sie etwa 4 Stunden brauchten, um das Brachland zu erreichen. Genug Zeit, um noch einmal ausgiebig zu plauschen. Da die Illusionisten darin Meister waren, weil ihre Gespräche eher eine Aneinanderreihung von Monologen darstellten, herrschte ein munteres Gemurmel, welches die ganze Gruppe beruhigte. Auch Lombus schien es nach Reden zu sein und darum sprach er zu Seki: Beeindruckend, oder? Diese Vielfalt an Talenten, Bestienmeister, Dualen und. Ja, aber eines verstehe ich nicht. Er nickte mit seinem Kopf zu der Infanterie. Genauer genommen nickte er zu der Kavallerie, denn die letzten 2 Reihen der feischer Schwertkämpfer ritten auf Wölfen. Keine einfachen Wölfe, sondern große, graue Wölfe mit 2 spitzen Hörnern und einem gezackten Schwanz, der ganz offensichtlich nicht der Zierde diente. Woher haben Sie solche seltsamen Wesen? Haben die Bestienmeister Sie beschworen? Ja, gut erkannt, sprach Lombus gelassen. Aber wieso haben Sie sie schon jetzt beschworen? Das ist doch Vergeudung von Magie. Es wäre besser gewesen, Sie hätten damit gewartet, bis Sie das Brachland erreicht hätten. So verschwenden Sie das Mana. Moment, sprach Lombus ruhig und deutete mit seiner flachen Hand vor seiner Brust, eine untrügliche Geste für Ruhe. Diese Wesen sind keine Illusion und die Magier keine Illusionisten. Die Bestienmeister und Dualen gehören der magischen Gruppe der Druiden an. Diese gehen mit dem Mana anders um, musst du wissen. Ach, und auf welche Weise? Sammeln sie nicht ihre geistigen Kräfte wie wir, um das Mana zu formen? Nein, das ist nur eine von vielen Möglichkeiten und wahrscheinlich die geistig anstrengendste. Die Druiden meditieren und ziehen Mana aus ihrer Umwelt. Aus der Luft, den Pflanzen, den Tieren und so weiter. Wie geht das? Das kann ich dir nicht genau erklären. Es ist wohl viel Intuition dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, so ist ihre Meditation eine Art magisches Vakuum. Sie meditieren und sorgen so dafür, dass um sie herum eine magische Leere entsteht. Brechen sie ihre Meditation dann ab, so versucht die Natur wieder ein Gleichgewicht herzustellen, sodass in dieses Vakuum von überall her Mana gezogen wird. Dieses steht den Druiden dann zur Verfügung. Das ist interessant, aber was hat das mit diesen Wesen auf sich? Du sagtest, sie sind keine Illusion. Aber lebendig können sie doch auch nicht sein, oder? Kann Mana Leben erschaffen? Ah, eine der schweren Fragen. Mal überlegen. Lombus dachte nach, doch Merinor ergriff das Wort, um die Frage zu beantworten. Du bist sehr wissbegierig, Junge. Das macht einen Magier aus. Das Bestreben, immer mehr Wissen zu erlangen. Dir fehlt nur noch die Weisheit anzuerkennen, das Nichtwissen manchmal zu erdulden. Bedeutet das, ihr wollt mir keine Antwort geben? Das sagte ich nicht. Die Antwort bekommst du, aber mit Voranschreiten deines Wissens wirst du erfahren, dass viele Dinge unverständlich bleiben müssen. Es gibt Sachen, die nicht für menschliche Gehirne greifbar sind. Die Priester betrachten dies als eine Entität, der sie den Namen Gott gaben. Aber zu deiner Frage. Diese Wesen leben auf biologische Weise. Ihr Körper funktioniert von alleine. Doch ihnen fehlt eine Seele und damit ein eigener Wille, von Instinkten abgesehen, die der Körper leider mit sich bringt. So brauchen sie auch Nahrung, Trinken, Luft und so weiter. Anders als unsere Illusionen, die wir konstant mit unseren Gedanken anpassen und am Leben halten müssen, sind diese Wesen direkt angreifbar. Du weißt ja, wenn eine unserer Illusionen Schaden nimmt, so spiegelt sich dies als geistige Erschöpfung bei den erschaffenen Illusionisten wieder. Bei diesen Wesen ist das nicht so. Sie erleiden Wunden und verenden wie ein normales, sterbliches Wesen. Nur, dass sie kein Kadaver hinterlassen, denn sie bestehen ja nur aus Mana, welches biologische und anatomische Eigenschaften kopiert hat. Deswegen müssen Druiden auch nicht viel Mana aufwenden, um diese Kreaturen zu kontrollieren. Deswegen können sie auch über viele Kreaturen herrschen.
Wow, aber dann ist ja ihre Magie viel stärker als unsere. Das ist Ansichtssache. Wenn die Umgebung kein Mana mehr bietet, sind sie machtlos. Zudem entziehen sie ja der Umgebung Mana und können somit aus Versehen die Umgebung trist und trostlos machen. So wie den Feenwald. Deswegen gibt es da kaum Leben und kein Licht. Du lernst schnell. So entziehen sie den Wald das Mana und lassen ihnen nur noch so viel, damit die Pflanzen wachsen. Jede Magie hat ihren Preis. Wir setzen unser Leben aufs Spiel und die Druiden gefährden die Umwelt mit der Magie. Deswegen sollte man nie mehr Magie einsetzen als nötig. Verstehe. Seki nickte schnell. Ja, mit der Magie ist es nicht so einfach. Alles kommt und geht, doch nur die Magier wissen, wie schnell alles kommt und geht. Schöpfung und Vernichtung, beides Sachen, welche mit bloßer Magie leicht zu bewerkstelligen sind. Weißt du, mein Junge, wenn du eines Tages so alt bist wie ich, wirst du verstehen. Was werde ich dann verstehen? Fragte Seki etwas verwirrt. Einiges, doch dafür ist noch Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal um die Schlacht kümmern. Sprach Merino ruhig weiter. Sekis Blick wurde sehnsüchtig, weil er an Ana denken musste. Wieso dieser betrübte Blick? Wir werden den Kampf heil überstehen, da bin ich ganz zuversichtlich. Dann kannst du auch zu deiner hübschen Fee zurückkehren und mit ihr dein Glück finden. Seki schaute mit einem überraschten Blick spontan zu Merino auf. Auch in Lombus Augen war Verwunderung zu sehen. Ihr wisst davon? Fragte Seki. Aber natürlich. Ich bin vielleicht alt, aber nicht blind und taub. Selbst wenn ich deine verträumten Blicke übersehen hätte, welche du hast, seit wir ihr begegnet sind, selbst dann hätte ich immer noch deine kleinen Kondiskusse mit Lombus bemerkt. Aber warum habt ihr denn nichts gesagt? Was hätte dies geändert? Du standest fest in deiner Überzeugung, so wie eine Mauer und auch Lombus Wille, der gewiss gute Absichten im Sprang, war ein nicht zu überwindender Wall. Was auch immer ich gesagt hätte, es hätte die Situation nicht geändert. Zudem war es nicht mein Konflikt und immerhin ist ja alles gut ausgegangen. Ihr habt nachgegeben, richtig, Lombus? Als er die Frage stellte, drehte er seinen Kopf zu Lombus, welcher neutral nickte. Ihr hattet die Geschichten gehört, welche davon berichteten, dass Beziehungen zwischen Menschen und Feen nie funktionierten. Ihr wolltet Seki vor diesem Schicksal bewahren, doch dann habt ihr erkannt, dass die Tatsache, dass etwas, was schon einmal misslungen war, nicht automatisch wieder misslingen wird, richtig? Ja, Erzkanzler, zudem muss ich eingestehen, dass ich Seki tatsächlich so einschätze, dass er ihr Herz nicht brechen wird. Der Erzkanzler nickte und es herrschte eine Minute angenehme Ruhe. Dann sprach Seki mit einer freundlichen Miene in dem Raum, so als würde er es an niemanden direkt richten wollen. Ach, es ist schön, so tolle Freunde zu haben. Lombus und Merino blickten daraufhin zu Seki und mussten auch anfangen, erfreut zu grinsen. Wie geplant erreichten die alliierten Kräfte der Feen und Illusionisten gegen Mittag das trostlose Brachland, in dessen Mitte, nahe des Meeres, eine halb zerfallene Zitadelle der Blaumagie, genannt Erestu, im Schein der Sonne glänzte, so als wollte sie den Illusionisten mitteilen: Ich bin hier, befreit mich von den Shadows. Vor den einst punktvollen Gebäude stand, wie eine lebende Mauer, Rock, bereit, jeden Gegner mit all seiner Macht gegenüberzutreten und den neuen Hort der Shadows zu verteidigen. Die Armee nahm in einer Entfernung von etwa 500 Metern zu Rock Aufstellung, um ihn bei einem Sturmangriff zu erreichen. Wird ein Krieger etwa 20 Minuten brauchen, was einen Sturmangriff wirkungslos gemacht hätte. Doch noch näher konnten sie sich nicht heranwagen, denn für die Strecke, die ein Krieger in langen 20 Minuten zurückgelegt hätte, würde Rock wohl nur etwa 5 Minuten brauchen. Auch wenn seine Schritte an sich träge waren, so legte er doch mit ihnen dafür eine große Strecke zurück. Die Armee positionierte sich wie geplant, sodass vor dem Heer Lysandor und Oria standen. Es war immer wichtig, dass die Anführer vor der Armee Aufstellung nahmen und Vorstoß wirkten, damit ihre Truppen nicht den Mut verloren. In den ersten drei Reihen befanden sich die Krieger der Feen, dahinter die Speerschützen, hinter denen wiederum die Illusionisten und Druiden. Die vorletzte Reihe bildete die Bogenschützen und die letzte Reihe waren die Dialen. Hinter diesen Truppen standen abseits zwei Personen. Die eine war der Lord Tralala, welcher den Stab des Phönix trug. Die zweite Person, welche sich neben ihm befand, war Merenor.
obwohl er auch auf gewisse Weise ein Anführer war und somit vor der Armee hätte Stellung beziehen müssen, konnte er in diesem Fall eine Ausnahme machen. Orias und Lysandros Anwesenheit als Anführer ersetzten ihn und so konnte er etwas machen, was er Vertrauensprotektion nannte. Die Sonne wurde von keiner Wolke verdeckt und strahlte so mit ihrer ganzen, unbegrenzten Macht erbarmungslos auf das Brachland hinab und ließ die Oberfläche des Erdbodens zu Staub vertrocknen. Der Wind wehte schwach aus Richtung Feenwald und trug den Staub in die Lüfte und schwängerte sie, zusätzlich zu der trockenen Hitze der Sonne mit zusätzlicher Trockenheit. Niemand konnte sich erklären, woher die fast elektrische Spannung in der Luft kam, doch jeder spürte sie, so als wäre sie eine ganz natürliche meteorologische Nebenerscheinung. Die Hitze mochte auf den ersten Blick für die ungeschützte Armee der alliierten Feen und der Sionisten ein natürlicher Nachteil sein, aber auf den zweiten Blick stellte sie einen willkommenen Vorteil dar. Nicht nur, dass sie bei den Angriff Rückenwind hatten, welche den Gegnern die Staubkörner wie kleine Nadeln entgegenschleudern würde, sondern auch den Vorteil, dass sie über eine mächtige Kreatur des Feuers verfügten, deren Kraft durch die Hitze der Umgebung nur gestärkt werden konnte. Auf der gegnerischen Seite wartete Rock auf den Angriff. Oder genauer gesagt, der Mann in der Kutte, welche Position auf den höchsten Platz im mittleren Turm bezogen hatte, um alles besser überblicken zu können, wartete darauf, Rock den Befehl zum Kampf zu geben. Er stand auf einer Art Balkon. Hinter ihm befand sich der Sensei, über dessen Stirn Schweißperlen liefen. »Worauf warten Sie wohl?« fragte er. Die Frage richtete sich eigentlich an ihn selbst, doch scheinbar schien der Mann der Kutte eine Antwort geben zu wollen. »Auf den richtigen Moment.« »Wann soll der gekommen sein? Wenn wir alle an Altersschwäche gestorben sind?« Er lächelte über seinen kleinen Scherz. »Soll ich Rock schicken?« fragte der Mann kühl. »Nein, lass sie kommen.« »Wie lange das wohl dauert?« Es dauerte nicht lange. Genau genommen dauerte es 2 Minuten, ehe sich die Schweißperlen des Senseis vervielfachten, seine Augen groß wurden vor Entsetzen und der Mann in der Kutte ruckartig nach hinten wich und so gegen den Sensei prallte und beinahe hinfiel, als sich hinter der alliierten Armee eine große Staubwolke erhob, die eine kleine Windhose bildete, die in ihren Sog Staub aufnahm und zum Himmel emporwuchs und sich dort zu einer Kugel komprimierte, welche kurz pulsierte, ehe sie sich selbst in einer Art Mini-Supernova verzehrte. Die glühende Kugel schien aus reinem Magma zu bestehen. Ihre Oberfläche glühte im blendend gelb-orange-rot und schien immer wieder an einigen Stellen zu explodieren, sodass lauter Flammen zündeten. In diesem Zustand befand sich die Kugel etwa 1 Minute, in der sie sich auf etwa die doppelte Größe ausgedehnt hatte, sodass sie nun etwa einen Durchmesser von 20 Metern erreicht hatte. In dieser Größe hörten die kleinen Explosionen auf der Oberfläche auf und auf die gemächliche Rotation, die sie bis dato hatte, verschwand, sodass sie nun still am Himmel stand und noch heller glühte. Auf einmal bekam die Kugel einen Y-förmigen Riss, wobei dieses Y auf dem Kopf stand, der sich über ihre gesamte Vorderseite zog und sie so in 3 Teile aufteilte. Ruckartig öffnete sich die Kugel, indem der linke und rechte Teil sich von der Mitte nach außen klappte und ausrollte, sodass die Kugel nur links und rechts 2 Flügel hatte, welche immer noch wie Magma schienen und auf deren Oberfläche Feuer loderte. Sie ähnelten Adlerschwingen, doch durch die ständige Bewegung der scheinbar flüssigen Feueroberfläche wirkten sie nicht so starr wie Federn, sondern eher viskos wie ein Feuerfluss, der in eine Form gegossen wurde. Als die Flügel ihre volle, beeindruckende Spannweite von fast 40 Metern erreicht hatten, klappte der untere, bis dahin noch eingeklappte Teil der Kugel nach unten und entfaltete sich zu einem prächtigen Schwanz, der ebenso buschig war wie jener eines Fuchses, aber der eigentlich aussah wie mehrere Fuchsschwänze, die man nebeneinander und übereinander zu einem Bündel gelegt hatte, welches sich fächerte und am Ende nach hinten in wogenden Wellen krümmte und in hellen Gelb strahlte, welches immer mehr zu rot wurde, je näher man der Schwanzspitze kam. Das nach unten geklappte Teil, welches zu dem Schwanz wurde, verbarg einen majestätischen Kopf, der sich mit einem langen Hals, ähnlich wie einem Schwan, nach oben reckte, um einen leichten Bogen in den Kopf zu enden. Ein spitzer, langer Schnabel ragte aus dem Kopf heraus, über den 2 geschlitzte, länglich nach hinten gezogene Augen einen erhabenen, mystischen Eindruck vermittelten. Am imposantesten war wohl der Kamm, welcher mittig über den Augen in kleinen, lodernden, runden Zacken begann, die umso länger wurden, je weiter man zum Hinterkopf ging, um in einen sachten Feuerschwall auf der Rückseite des Halses nahtlos in diesen überzugehen. »Was ist das? Und wo haben Sie dieses Wesen her?« sprach der Sensei, der versuchte, einen klaren Kopf zu behalten, aber dessen Stimme Furcht offenbarte. »Der Phönix, es gibt ihn tatsächlich!« antwortete der Mann.
Ihr wisst davon? Ja, doch ich hielt es für eine Legende. Der Phönix ist so eine Art Patron meiner Familie. Niemand weiß mehr, woher wir den Phönix hatten. Doch das spielte auch keine Rolle mehr, da der Stab, mit dem der Phönix kontrolliert, als verschollen galt. Tja, jede Legende hat einen wahren Kern. Seid ihr bezüglich dieser Schlacht angesichts dieses Monsters immer noch so zuversichtlich? Wenn dieses Wesen nicht fliegen würde, so hätte ich ein besseres Gefühl. Aber so ist es Rock fast nutzlos. Haltet mit Rock so lange Stand, wie es geht. Was habt ihr vor? Der Sensei grinste. Ich verleihe eure Marionette Flügel. Der Phönix glitt majestätisch am Himmel entlang Richtung Erastu. Vor dieser stand Rock, welcher offenbar passiv verharrte und Phönix herangleiten ließ. Der Lord ließ den Phönix etwa 10 Meter über die Reichweite von Rock gleiten, da dieser ihn nicht attackieren konnte. Phönix lehnte seinen Kopf in den Nacken und sammelte offenbar Kraft. Nach einigen Sekunden streckte er den Hals Richtung Rock, ließ seinen Kopf dabei nach vorne schnellen und genau in diesem Augenblick öffnete sich der gewaltige Schnabel, welcher eine heiße Flammenwelle auf Rock schleuderte. Die glühenden Flammen rasten wie Wasser aus einem Wasserschlauch Richtung Boden und formt dort einen Halbkreis, in dessen Zentrum sich Rock befand. Dieser hob seine Arme, um das Gesicht zu verdecken, sodass die glühenden Flammen auf seiner Vorderseite und auf die vor den Kopf gehaltenen Arme trafen und diese versenkten. Das Feuer war so heiß, dass es noch einige Sekunden auf der Oberfläche und dem Boden brannte. Als die Flammen wichen, offenbarten sie eine verkohlte Haut. Rock hatte dicke Schuppen, doch die Flammen verbrannten diese nach und nach. Der Lord grinste, denn ihm war bewusst, dass es nur noch einige Flammenwellen brauchte, um die Schuppenhaut dahin schmelzen zu lassen, um dann das verwundbare Fleisch rösten zu lassen. Dies geschah bereits an Rocks Beinen, welche von dem Kampf mit Leviathan tiefe Schnittwunden davongetragen hatten. Eben diese Wunden offenbarten Schwachstellen und zeugten nun von verkohltem Fleisch, was sogar aus großer Entfernung zu erkennen war, da von ihnen dunkler Rauch in den Himmel stieg. Phönix holte erneut zum Angriff aus und wieder ergoss sich eine sengende Feuerflut auf Rock, welcher sichtlich verkohlt war. Ruß lag auf seiner Haut und ließ ihn wie einen großen Schatten erscheinen. Er schrie auf, als die sengenden Flammen abermals seine Beine trafen und seine Wunden vor Hitze aufplatzen und die Haut sich abholte. Wieder legte Phönix seinen Kopf in den Nacken, stieß mit Hals und Kopf vor und spürte, wie sich die geballte Kraft einer riesigen Faust, welche einen Kinnhaken ausführte, auf die Unterseite des Kopfes traf und Phönix so aus der Balance brachte, dass dieser sich nach hinten umschlug und fast ungebremst auf den harten Boden fiel. Die Faust stammte von Rock, welche nun von einer blauen Aura umhüllt war und in der Luft schwebte. Kann das sein? Schrie der Lord entsetzt. Sie müssen einen mächtigen Illusionisten auf ihrer Seite haben. Niemand anders wäre dazu fähig. Wahrscheinlich derselbe, der auch meinen Meereszauber rückgängig gemacht hatte. Los, tralala, gib alles! Ertönte es vom Erzkanzler. Ha, jetzt machen wir ihn fertig, sprach der Sensei zu dem Mann in der Kutte. Zerquetsche Phönix, los Billibally, gib alles! Rock lehnte seine rechte Schulter nach vorne, winkelte den Arm und streckte den Ellenbogen nach vorne. Aus der Luft heraus schoss er so mit den Ellenbogen auf den am Boden liegenden Phönix zu, welcher sich spontan in die Lüfte erhob, sodass Rock mit seinen Ellenbogen auf den Boden traf und einen tiefen Krater in diesen riss, wobei die Erde leicht bebte. Phönix nutzte die Gelegenheit, wandte sich seitlich um und traf mit seinem feurigen Schweif, der plötzlich wie eine Peitsche hervorschnellte, Rocks Kopf. Dieser wurde von dem harten Schlag nach hinten geworfen und landete unsanft auf dem Rücken. Über das Gesicht zog sich eine etwa fußbreite Narbe, in welcher Flammen senkten. Sie führte auch dazu, dass Rock ein Auge verlor. Phönix stieg weiter nach oben, um einen etwaigen Sprungangriff vom Boden aus rechtzeitig ausweichen zu können, und legte seinen Kopf erneut nach hinten, um Kraft zu sammeln. Als sein Kopf hochschnellte, ergoss sich erneut eine Feuerwelle Richtung Rock, welche ihr jedoch gerade noch mit einer seitlichen Rolle ausweichen konnte, um sich erneut in die Lüfte zu erheben. Ein Hagel von schnellen Faustschlägen folgten auf Phönix, als Rock auf ihn zuflog. Doch mit einer geschickten Luftrolle rückwärts umging der Feuervogel die Attacken und mit seinem Schwanz während der Rolle abermals einen peitschenähnlichen Schlag auf den Rumpf des Gegners auszuführen, welcher eine tiefe Narbe auf der Brust entstehen ließ. Rock schrie auf vor Schmerz, doch dies hielt ihn nicht davon ab, sich in der Luft seitlich um die eigene Achse zu drehen, wobei er dabei einen seiner Arme ausstreckte und Phönix mit solch mächtiger Fliehkraft traf, dass dieser abermals zu Boden geschmettert wurde. Ohne zu zögern setzte Rock seinen Angriff fort, ballte die Faust und raste auf Phönix' Kopf hinab. Dieser war noch paralysiert von dem vorangegangenen Schlag und konnte sich so kaum bewegen.
Es gelang ihm lediglich, sich etwas in die Lüfte zu erheben und den Kopf nach vorne auszufahren, sodass Rock den Rumpf des Feuervogels mit seiner Kraft regelrecht in den Boden schmetterte. Hätte dieses Wesen Knochen gehabt, so wäre das Splittern mit dem Geräusch einer zerplatzten Steinsäule gleichzusetzen gewesen. Doch auch Rock musste einen kritischen Treffer einstecken. Sein Angriff war zwar heftig, doch wie so oft führte dies zu einer Vernachlässigung der Verteidigung, sodass sich Phönix spitzer Flammenschnabel tief durch den Rumpf von Rock bohrte, sodass dieser wieder aus dem Rücken zum Vorschein kam. In dieser Position verharrten die Kämpfer. Sowohl Billy Bally als auch Tralala versuchten ihr Wesen aus dieser tödlichen Stellung zu befreien, doch dem Wesen fehlte die Kraft dazu. Beide Seiten hielten den Atem an, als die Wesen sich aufeinander vor Schmerz zuckend regten. Lanzenarme wurden und dann völlig die Kraft verloren. Phönix Flügel, welche bis dato wild auf und ab schlugen, um sich von Rocks Masse zu befreien, klatschten auf den Boden und Staubwirbel hinauf. Rocks Arme verloren das energische Zucken zum Boden und plumpsten geräuschvoll auf die Erde hinab. Und nur eine Minute später wurden die Wesen transparent. Kniechis stiegen aus ihnen hinab in die Luft und wogten das Schlachtfeld in paradoxer Schönheit. Sie wurden immer mehr, bis die Wesen sich, wie sie vollkommen aufgelöst hatten, und der Himmel so voller Kniechis erfüllt war, dass sie wirkten wie Sterne. Zeitgleich zerbröckelte das Amulett in der Hand des Mannes in der Kutte und der Stab des Phönix verkohlte zur Asche. Na toll! Der Sensei schlug mit seiner Hand mahnend auf den Hinterkopf des Mannes in der Kutte. Jetzt unser Vorteil, Maima! Kannst du nicht erst aufpassen? Höpel! Hört auf damit! Der Phönix ist auch dahingeschieden. Es läuft alles auf einen gleichberechtigten Kampf heraus. Genau das ist ja das Problem. Wir haben unseren Vorteil verloren. Ich habe nie einen gleichberechtigten Kampf gewollt. Es wäre zu fair, nicht wahr? Sprach Billy Bally mit höhnischem Unterton. Seine Gedanken schweiften weiter. Ich bin ihm nun nicht mehr nützlich, dachte er. Ich muss versuchen, ihm den Seelenstein abzunehmen, sonst wird er mich töten. Wen interessiert das? Es geht nur um Sieg oder Niederlage. Niemand interessiert die Mittel. Das Leben ist nicht fair, warum soll das ein Kampf sein? Der Sensei schien wütend, denn er streckte seine Arme mit geballten Fäusten seitlich nach unten. Es ist so... Vor Billy Bally, der mit dem Rücken zum Sensei stand und diesen nur durch ein leichtes Schielen über die Schulter erkennen konnte, fort. Ohne den Satz zu beenden, drehte er sich plötzlich um und streckte seine untote Hand zum Brustkorb des Senseis, wo der Seelenstein mittlerweile wie ein Amulett um dessen Hals hing. Kurz bevor er die Stelle berührte, führte der Sensei gelassen mit einem Arm eine Art Halbkreis vor seinen Körper aus, berührte mit seiner Hand das Handgelenk von Billy Bally, hielt dieses fest und zog dessen Arm zu sich heran. Genau in diesem Moment trat er seitlich einen Schritt vor und presste mit seiner anderen Hand auf den durchgedrückten Ellenbogen des alten Lords und brachte ihn zusammen zu Boden, wo er ihn mit Leichtigkeit festhielt. Er stellte seinen Fuß auf den Rücken des Mannes und die Hand, welche zuvor am Handgelenk ruhte, griff unter seine Kampftoga und holte dort den Seelenstein hervor, um diesen vor das Licht des Lords zu halten. Ihr unterschätzt mich. Das hattet ihr gesucht, nicht wahr? Der Mann gab keine Antwort. Es war nur ein Ächzen und Stöhnen zu hören. Haltet ihr mich tatsächlich für so grausam, dass ich euch einfach so töten würde, nur weil ihr Rock nicht mehr befehligen könnt? Ja, denn ihr seid ein mieser Schuft, schrie der untote Lord schmerzerfüllt. Dann habt ihr eine gute Menschenkenntnis, sagte der Sensei hasserfüllt. Er hob die Hand und schmetterte den Seelenstein vor dem Gesicht des Mannes zu Boden. Er zersprang in hunderte glänzende Teile und der Lord verlor alle Kräfte und sackte zu Boden. Der Sensei löste seinen Griff und stand auf. Ihr hattet nie ein Leben, weder als untoter Diener, noch als lebender Herrscher. Er trat einen Schritt über ihn drüber und lief zur Brüstung des Balkons, um sich ein strategisches Bild zu machen. Die alliierte Armee rückte mit einem gemächlichen, energiesparenden Marsch nach vorn und wird in etwa 10 Minuten hier sein. Mal sehen. Viele Nahkämpfer und ein paar Bogenschützen. Was ist denn das da hinten? Ach, das sind die Illusionisten. Doch was sind das für andere Männer und Frauen in diesen dunkelbraunen und grünen Gewändern? Sind das etwa... Ja, Druiden, genau genommen feische Bestienmeister und Dialin, tönte eine ruhige, gelassene Stimme von hinten. Der Sensei erschauderte und drehte sich langsam um. Vor ihm stand der eben noch tote und jetzt transparente Lord Billy Bally. Genauer gesagt, es war sein Geist, denn sein Körper ruhte zu seinen Füßen. Aber wie ist das möglich? Du bist doch tot, stotterte der Sensei vor Angst. Das war ich zuvor auch. Das hast du selbst gesagt, oder? Er streckte seine Hand mit geballter Faust auf das Gesicht des Senseis aus und schlug hindurch, ohne ihn zu berühren. Schade. Dazu braucht man wohl einen Körper. Wie kann das sein?
Ich drücke es mal so aus. Ich bin tot. Toter als tot, genauer gesagt. Denn ich bin untot. Tot und dürfte nicht hier verweilen. Der Hüter des Todes war sehr verwundert, dass er mich schon wieder sah. Denn normalerweise sieht er jeden nur einmal. Ich habe ihm die Situation erklärt und er hat mir eine kleine Bitte gewährt. Dass du als Geist wandeln darfst? Irrtum. Ich bat darum, dich töten zu dürfen. Leider konnte er mir das nicht bewilligen, aber meine zweite Bitte akzeptierte er. Welche da wäre? Der Sensei hatte langsam wieder Mut gefunden und wirkte sehr konzentriert. Dass ich zusehen darf, wie du getötet wirst. Allerdings habe ich ihm dafür versprochen, ihm eine kleine Bitte zu erfüllen. Sag schon, worauf du hinaus willst. Ich habe nicht ewig Zeit. Gut, dass du das sagst, denn genau darum geht es. Ich soll dir von ihm ausrichten, dass er sich freut, nochmals deine Bekanntschaft zu machen. Ihr seid wohl alte Bekannte? Das geht dich nichts an. Verschwinde! Selbstverständlich. Ich möchte noch mit einigen Leuten reden und mich entschuldigen. Darum versuch bitte, nicht so schnell zu sterben. Mit diesen Worten trat der Geist des Todes, oder was auch immer es war, durch den Sensei hindurch und sprang von dem Balkon, um sanft wie eine Feder Richtung Boden zu schweben, wobei er unsichtbar wurde.